Moin, ich bin Maren aus Ostfriesland und ich bereite heute ein Ostfrieske Butterbrett vor. Dazu nehmen wir Schinkenwürfel oder Speckwürfel und rösten die in einer Pfanne an. Dann die Zwiebeln, aber wir nehmen nicht alle da rein, sondern so ungefähr 3/4. Den Knoblauch. Und das rösten wir jetzt ein bisschen an. Während das so ein bisschen vor sich hin röstet, nehmen wir die Butter. Einen Teil der Kräuter. Ein bisschen Salz, etwas vorsichtig sein, weil wir haben ja auch den Schinken, der schon etwas Salz gleich in die Geschichte reinbringen wird. Und etwas Pfeffer. Und das vermengen wir dann miteinander und drapieren dann die Butter auf das Brett. Einfach so anrichten. Wir lassen das noch ein wenig abkühlen, können aber schon mal noch die restlichen Kräuter frisch darauf verteilen. Und auch gerne essbare Blüten nehmen. Man kann frische nehmen, man kann aber auch getrocknete nehmen, die man dann so damit reinsetzt. Oder hier eben getrocknete, die kann man dann auch da so vorsichtig reinzupfen. Für ein bisschen Süße sorgt dann etwas Sanddornmarmelade. Die klecksen wir hier einfach vorsichtig so dazwischen. Und wenn dann die Schinkenwürfel und die Zwiebeln abgekühlt sind, geben wir die auch vorsichtig mit da drauf und dekorieren das Ganze nochmal mit ein paar weiteren Blüten. Wenn man noch Reste übrig hat, kann man die in kleinen Schälchen daneben legen. Dann kann man die dann mit dem Brot aufnehmen. Dazu reicht man dann schönes, frisch geschnittenes Baguettebrot oder das, was man sonst gerne mag. Guten Appetit!